Schönen guten Morgen. Oder wir sagen die Schweizerdeutschli, gutes Mörgli. Nein, weiß nicht, wie so heißt, keine Ahnung. Wir sind im Tessin, da reden sie ja nur Italienisch. Ja, wir haben einen guten Morgen, Frühstückstrail, nachdem wir 300 Eier gegessen haben, gefühlt. 14 Croissant, 800 Gramm Butter, 2 Kilo Marmelade, fahren wir jetzt gleich einen Stufentrail, dass man mal nachguckt. Ja, fein. Das ist hart. Hart halt. Na so, ich meine, das ist krass. Sich so täuscht man sich im Leben. Haben wir schon Fettnäpfchen getreten. Wir haben im wundervollen Lugano gestartet und fahren heute wieder auf Monte Lema. Das zweite Mal. Dann haben wir das eigentlich durch. Da hinten der Monte Lema ist da draußen. Da bin ich auf der Straße. Da hinten ist die Vicky. Wink einmal. Ja, genau. Und diesmal mit dem Motor. Weil wir waren das letzte Mal mit dem Bio am Weg. Und wollten diesmal schauen, ob es oben, also das Auffahrt vom Minet-Bike ausgeht. Genau, und eine andere Abfahrt. Und eine andere Abfahrt nehmen, jetzt haben wir ein bisschen mehr Hinterland. Haben wir gesagt, machen wir das mit dem Bio, heute ist der vorletzte Tag, morgen dann noch und dann fahren wir heim. Genau. Leider. War echt schön bis jetzt. Wunderschön. Und Wetter ist es jeden Tag wärmer, aber gestern war es richtig heiß. Wir sind gut geledert worden mit Kohle. Total unterschätzt. Ja. Nachts im Hotel ausgeschaut. Für einen Cabrio-Fahrer war das. Die beim Mann fast den ganzen Tag nämlich schon ein scheiß Cabrio mit um. Lassen ist herbrunnen. Nein, wir haben es echt total unterschätzt, oder? Ja, voll. Im Gipfel, ich habe zuerst drei Jacken gehabt, drei Schichten, weil es echt kalter Wind gegangen ist. Mhm. Und dann auf einmal. Noch ein paar Zeit. Windstill und vorne hat es eigentlich voll geil. Aber ja, hat man nicht gemeint. Kohle! Bis zum Gipfel. War gar nicht so steil, aber das Gras. Ja, genau. Also, das Gras, das ist einfach nur zum Ausreißen. Das heißt, wenn man drauf geht, dann rutscht man einfach mit dem Gras weg. Genau. Es ist gegangen, also auf jeden Fall gut. Ja. Mein E-Bike kann eigentlich ganz auffahren. Bis halt auf das Gras jetzt. Und es gibt nichts, da ist halt dann der Schnee. Genau, gehen wir. Ja. Wahnsinn. Da sieht man es, das ist einfach nicht zum Ausreißen. So, die letzten Meter zum Gipfel sind auf Schnee. Da sind wir. Perfekt. Da du Akku sparen, weil falls du mich anschleppen musst. So, wir haben es geschafft. Ein Moment. Es ist nicht kalt. Es ist eher warm und zum Brennen auch jetzt um die Stirnband laufen. Du weißt, jetzt bin ich nachts komplett gaga in der Birne. Die wiegt gerade die Koche um. Aber es ist halt super fein. Ich meine, 1600 Meter. Wir hucken so da. Zack. Boden volle warm. Also echt Summer Feeling. Ja. Nehmen wir ein gutes Essen mit vom Hotel, vom Frühstücksbuffet. Sag einmal, illegalerweise entwendete Brötchen. Schon, oder? Weiß ich nicht, bin mir nicht sicher. Okay. Ich nicht. Jagdwurst. Gericht. Ich Und Zippersquatsch einmal wieder. Und Salami.
Ich kann mir eigentlich rum liegen lassen und in 5 Jahren essen, dann hebt es selber noch. Ja, geil, oder? Geil. Mhm. Ich weiß, wir sollten überhaupt verstrahlen in ganz Europa. Und für der Hit für ihre Party, scharf. Salanettis. Dann haufenweise Riegel und dann auch ein Zuckerschokoma mit. Weiße Riegel. Das sind weiße Riegel. Was sind weiße Riegel? Voll. Aber ich sag's, die Stufen hier. Wir haben eine kleine Schneequerung hinter uns. Ja, so klar war es gar nicht. Es ist krass, wie viel im Schatten noch Schnee liegt auf 1600 oben. Ja, da hat es voll den Wind angegeben, glaube ich mal. Aber die Brunnen sind alle aktiv. Das weiß ich nicht, ob das im Sommer auch so ist, ob da im Sommer Wasser ist oder nicht. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt kommt es. Jetzt haben wir noch, ich schätze mal, 20 Kilometer Schnee. Da unten geht der Dreh dann links raus. Und dann soll es eigentlich richtig dahin gehen, oder? Cooler guy. Thank you.
sein kann, das geht halt gar nicht. Ein paar Treppen da. Aber wunderschön. Fette Bahn, ha? Ja. Ende gut, alles gut. Ja. Wir sind zurück. War eine lange Tour. Den Lehmer haben wir jetzt auch gut angefahren, volle Richtungen. War echt geil, aber schwer. Richtig schwer, ja. Schwer, echt. So, jetzt sind wir den siebten Tag durch auf Achsen. Ja, ist dann langsam genug. Man merkt es langsam morgen, wenn wir nur noch. Trotz, Entschuldigung, E-Bike. Wenn jetzt einige sagen, ihr seid ein E-Bike angefahren, dafür sind wir heute da. Doppelt und dreifach gekommen, was wir im normalen Hütte hätten. Genau, so. Genau. Also, wir sind also E-Bike auch jetzt so 60 bis 80 Kilometer gefahren. Das waren noch schon lange Touren und auch halt echt recht schwer. Das merkt man dann schon, weil das Gewicht dahinter ist. Genau, und klar, man, die E-Bikes haben Vorteile, aber bergab im Technischen kämpfen wir dafür umso mehr. Das ist normale Schmeiße, immer tun wir nichts und da magst du schon arbeiten. Genau. Aber ja, trotzdem, voll cool. Coole Sache gewesen. Morgen gibt es noch was Klares und dann, wenn wir heimfahren, so Mitte Nachmittag, dass wir nicht so viel verkehren, weil ein paar Stunden von mir auch bis nach Tirol von Tessin, dass wir da einen Verkehr ausstellen und Mailand relativ viel, haben wir gesagt, und wenn wir dann auf der Autobahn sind,
Richtung Affi, Gardasee, dann passt es dann schon, gell? Genau. Ja. Dann geht es für uns heim. Dann sind wir mehr aufgefüllt. Nachbearbeitung, gibt eine lässige Collection noch. Genau. Naja, lang geredet, hat mich gefreut, dass du dabei warst. Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Kommentare wie immer unten. Genau. Und wir gehen jetzt duschen. Ja. Und essen. Und einen ganzen Dreck aufwischen, das Ding sind wir so braun wahrscheinlich. Ja. Das waren jetzt die Achsen schauen aus. Die Achsen sind einfach da unten ja, nie so ja braun. Nur, der untere Teil war ja geschäbt, das war glaube ich offizieller. Wer der offizieller, ja? Ja, genau, also da waren sie dabei. Und der hat ja, jetzt habt ihr es eh wahrscheinlich gesehen, ja, meine Haare waren da nicht mehr blond, die sind einfach nur, du bist auch schon grau, sicher von 20. Ja, ja. Nein, so viel ist voll. Das sind die Radl, die muss nicht mehr. Ja, vielleicht sieht man es noch ein bisschen, oder? Wissen. Ja, also geht ja, das sieht man schon. Gut. Also man sieht es da hinten dann schon, die waren echt super fein. Und man sieht, wie das Ganze zugestaubt ja ist. Also das haben sie echt abgekriegt. Also extrem trocken. Natürlich saugeil für dich, oder? Dust bei uns, ja. Aber da ja sieht man es auch schön. An der Grabe, wie alles zugestaubt ist. Also super Sache, ja. Ja, die letzten 5 Minuten. Aber es ist immer ausgegangen, bis auf heute, mhm, weil wir nur einen Kaffee getrunken haben. Ja, ja. Dann ausgeschaltet haben und dann war es nichts mehr. Tot. Na gut, was? Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.